gefahren heute. Es ist jedes Jahr oder alle drei Jahre jetzt mittlerweile ein Riesenfest. Und es ist so schön, immer wieder hier zu sein und diese Harmonie zu erleben von einfach Flugbegeisterten und den Piloten. Ein großes Dankeschön erstmal an die ganze Organisation hier, was die hier stemmen, ist alle drei Jahre der absolute Hammer. Ja, zum Flugzeug, der Harris. Wir haben ja in der Familie, mein Opa, mein Vater und ich gebaut in einer Zeit von drei Jahren, ca. 5000 Arbeitsstunden von 1998 bis 2001. 1998 habe ich mit dem Segelfliegen angefangen, in der Nähe von Aschaffenburg. Und während ich Flugschüler war, bin ich dann abends nach Hause gekommen und mein Opa, mein Vater und ich dann wieder ins Flugzeug bauen. Da bin ich erst einmal, welchen Modellflugzeug wollen wir bauen, weil wir waren ja Modellflugzeug. Aber sie haben gesagt, das soll ein Mann mal die Flugzeuge sein, und sie sollen uns fliegen. Das ist auch die Geschichte, dass wir sie nicht verfolgt haben, aber wir haben ihre Menschen verfolgt und haben gesagt, sie darf nicht entscheiden, was es werden soll. Es geht so weit, also die Moa, ein Donaubundi und der Harris. Und da finden wir die Wahl jetzt nicht allzu schwer. Ja, und dann haben wir angefangen zu bauen, drei Jahre lang, und dann war 2001. Beim Los hatten wir ja auch schon gesehen, aber das macht ihr schon noch, oder? Also bis vor 14 Tagen waren wir nur beieinander und mir ist nichts anderes bekannt. Ja gut, Peter, da muss man so bleiben. Vielen Dank an Andrea Hoffmann und Christoph Zahn. Dankeschön. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, das nächste Heavy Metal begibt sich in die Vorführung, die Yak 9. Angetrieben nicht von dem originalen Klimov-Triebwerk aus russischer Produktion, sondern von einem Allison 1710-Triebwerk, wie dieser auch in der P40 Kitty Hawk verbaut ist zum Beispiel, oder in der P38 Lightning.
Holtermann ist übrigens der Pilot der Jagd 9. Da wurde mal von Manfred Rusche damals die Jagd 11 abgekauft. Die er immer noch besitzt und hat jetzt sein Flugzeugpark aufgestockt mit dieser Jagd 9. Warum nicht? Der Trend geht zu Zweitflugzeugen. Zur Landung. Und jetzt haben wir gleich was ganz Besonderes, was noch nie da gewesen ist auf der Hahnweide. Und zwar einen wunderschönen Vergleich zweier Trainingsflugzeuge. Und dazu sagt Ihnen der Band jetzt gleich ein bisschen mehr. Bis zum Schluss. Also den Fall nach dieser Programm. Ja. Und jetzt kurz vorm Aufsetzen, die Jagd 9. Mit uns heute.